Mal eben, Leute, meine lieben Dodge-Freunde, meine lieben Bundy-Freunde, meine lieben Driver San Francisco, wie es auf dem Mond steht, Freunde. Seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Wir sind ja jetzt hier in Frisco, ne? Ist eigentlich echt sehr schön gemacht, ne? Das ist, Wer hupt denn da dauernd? Hat damit dir erlaubt zu hupen, du Penner, oder was? Jetzt hast du einen Grund zu hupen. So, wo müssen wir hin, Freunde? Wir müssen irgendwo, fahre zum Ausschlachter. Okay, dann lassen wir uns jetzt mal ausschlachten, ne? Der gute, sagen wir mal, John, ist ja irgendwie ein bisschen kränklich unterwegs. Wir wissen nicht genau, was los ist. Wir haben irgendwie ein paar Defibrillatoren-Sounds gehört. So, ich glaube, wir müssen mal, rechts, ja, fahren wir mal rechts. Okay. Hier schon links und der Kapitän Netze, ne? Pardon, Freund, ich habe einen Hustenbonbon-Ring, das lässt sich aktuell nicht anders regeln, weil es ist Winter und da kann man sich schon mal gelegentlich. Können wir jetzt hier reinfahren? Okay. Bin ich jetzt hier richtig? Ich weiß es gar nicht mehr. Y. Boah, sieht gar nicht schlecht aus. Ja, das sind wieder die Knöpfe, ne? Das kennt ihr, ne? Wenn ein Spielkind zu viele Knöpfe hat, an denen er spielen kann und muss und gucken und dann ist das ganz schrecklich. Okay, ich glaube, müssen wir hier. Okay, ich glaube, wir müssen drehen. Wir müssen da vorne rein. Okay. Da war, ich glaube, ich habe die Säule gesehen. Okay. Müssen wir hier rein. Okay. Okay, da vorne ist die Werkstatt. Ja. Wir ja. können gegenüber anhalten. Ihr wisst ja, ich habe ein Problem mit dem Gasfinger. Ne? Ich bin Vollgasfahrer, ne? Und das ist irgendwie ganz schrecklich, weil ich glaube, in diesem Spiel ist das nicht so, dass es... Was kommt jetzt? Auto Buddy Sander, alright. Tu es, Tanner, tu es! Hast du das Schild gesehen? Tu es, Tanner? Mann, die Werbetafel hängt da schon seit Jahren. Das ist echt total verrückt. Okay, ich versuche es nochmal. Was denn? Glaub mir, ich weiß es selber nicht genau, aber jetzt geht's los. Wie jetzt geht's los? Okay, ich fliege. Wie mache ich das? Wow, das fühlt sich nicht gut an. Ich kann nicht atmen, muss hier raus. Mann, das ist echt zu viel. John, los, bekomm das in den Griff. Ich kann das. Ich weiß es. Oh, okay. Ich bin nicht tot. Und ich bin nicht... Ich. Jetzt... Wie sehen wir aus? Noch mal? Genau. Drücken A, um zu shiften. Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ach, komm schon, John. Okay. Oh Gott. Okay, da komme ich nicht mehr zurück. Das kann nicht wahr sein. Ich wollte die drücke A, um zu shiften. Okay. Wir können hier Autos shiften. Ich muss mich auf ein Auto konzentrieren. Irgendeins. Ich will aber ein schönes. Ich will ein schönes Auto. Aha. Oh ja, ein schönes Sportwagen. Okay. Ruhig atmen. Ganz cool bleiben. Wow. Oh, nichts Großes. Wow. Moment. Geile Karre. Drücke A, um zu shiften. Okay, wir wollen es nicht. Fallen. Pardon, es ist ein Nissan 370Z. Und der geht ganz gut am Pendel, Bruder. In den Himmel. Oh, da ist eine Wand, da ist eine Wand. Stopp. Wo muss ich denn hin? Ganz kurz hier, Y. Ich habe keinen Auftrag. Was, mit drücke, um zu shiften? Ich will nicht shiften. Ich finde die Karre geil. Boah, die geht aber richtig gut ab. Nissan, alle Achtung. Wir sind eh nur, was weiß ich, jenseits von Gut und Böse. Okay, wir sollen nochmal shiften wahrscheinlich, ne? Gut, dann shiften wir mal. Ciao, Karre, war super. Oh, können wir den Omnibus shiften? Einfach ein anderes Auto. Oh, geil. Alles klar. Moment, das will ich jetzt mal ganz... Okay. Vielleicht sollte ich das mit einem Beifahrer probieren. Mit jemandem reden. Okay. Boah, geil. Okay, dann shiften wir nochmal. Schade, ich hätte gerne ein bisschen Bus gefahren. Langsam begreife ich das hier. Okay. Boom. Ja. Bitte leiser, Freundchen. Was? Fahren Sie einfach Taxi. Ach ja, richtig. Ja, wir fahren einfach Taxi. Ich bin der Fahrer. Hören Sie mit dem Geplapper auf und fahren Sie. Okay. Für Sie bin ich immer noch der Typ, der ich immer war. Also, der er immer war. Oder so. Na egal. Aber wo sind denn die anderen Typen in der Zeit? Die sitzen genau da. Aber. Oh, können wir nochmal shiften? Was jetzt? Ich hab nichts gemacht. Ich freu mich, ich hab nichts gemacht. Oh Mann, also das ist schon eher mein Stil. Ich dachte, wir fahren jetzt Taxi. Okay, er will das so, also machen wir das mal. Moment. Okay.
Das ist ein Auto, das sagt, ich bin angekommen. Und zwar viel schneller als du. Aber es hat so viel Leistung. Wann würde ich jemals so schnell fahren? Guter Mann, die Frage lautet nicht, wann fahre ich mal so schnell, sondern, hey Ladies, wer will mitfahren? Das ist ja mal ein cooler Verkäufer. Ja, wir wollen mitfahren und zwar jetzt sofort, nachdem es geladen hat. Ja, das ist also ein Schiff, wir können also... Oh ja, ist wirklich mal ein Auto. Viel zu viel Power für ein Greenhorn, oder? Wie sieht denn der von... Oh, wirklich cool. Ärger bekommen. Ja, Sir, das könnten Sie sicher. Ich trete dann einfach mal drauf. Nur zu. Okay, boom, noch eins kurz gucken. Überhole 10 Fahrzeuge. Das war Nummer 1, das war Nummer 2. So, okay. Darf ich jetzt annehmen, okay, dass Sie eine Anzahlung auf das Auto machen? Wir testen noch mal. Wir sind noch nicht hier überzeugt. Also, sieht auf jeden Fall schon gut aus. Was sollen wir jetzt machen? Überholmanöver. Oh, ja, das könnte eine Beule geben. Ja, das machen wir. Das ist gut versichert. So, Ziel, Moment. Überhole 10, habe ich das nicht gemacht? 10 Fahrzeuge. Na gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Pass mal auf hier. Wow. Okay. Ja, das Ding geht echt gut. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich auch nicht. Mit der Kurvenlage. Das Auto fährt wie auf Schienen. Okay. Wie auf Schienen, ha? Ah, da kenne ich doch ein gutes Plätzchen. Ja, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich zurück. Geil, wie auf Schienen, merkst du. So. Moment, Ziel. Erreiche den Zielort. Okay. Ja, kriegen wir hin. Ich glaube, hier müssen wir vielleicht mal rechts fahren. Können wir rechts fahren? Okay. Ich glaube, ich fahre auf der falschen Seite. Aber pass mal, jetzt fahren wir hier mal rechts. Ist das richtig hier? Alright. Okay, wir fahren mal geradeaus. Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht, aber... Wenn wir die Karre schon kaufen, dann muss sie auch was... Moment, Y. Okay, wir fahren mal geradeaus und fahren da vorne irgendwann rechts, genau. So machen wir es, Freunde. So wird's gemacht hier. Handbremse, genau. Oh, jetzt geht's hier ein bisschen bergauf, das finde ich cool. Das ist ja Frisco, ne? Genau, da gibt's sowas. Ja, okay, das üben wir nochmal. Alright, so, okay. Kann man sicher rauspolieren. Bitte ja. Mehr Vorsicht! Ja. Was? 10 Meter innerhalb der Zone sprengen, was? Ich lesen und fahren ist für mich jetzt nicht ganz so leicht, liebe Leute. Ja, fliegt schön die Karre, finde ich gut. Gut, fahren wir zurück ins Büro, um die Finanzierung zu besprechen. Okay, Finanzierung. Ja, schon gut. Bringen wir sie nach Hause. Danke, vielen Dank. Aber okay. Auf dem Weg haben wir noch ein bisschen Spaß. Natürlich haben wir das. Okay. Ja, der hat natürlich einen ganz guten Bums, der Wagen, der zieht richtig gut ab. Ich weiß, dass es irgendwie mit Handbremse ein bisschen besser geht, aber irgendwie sehe ich da gar keinen Unterschied. Weil mit der Handbremse schlittert der immer so. Sir, ja. Ich glaube nicht, dass unsere Versicherung das abdeckt. Das hättest du vorher denken sollen. Die Versicherung ist nicht mein Problem. Junge, das macht Spaß. Ja, das macht voll Spaß. Was ist jetzt 18, 9 von 18? Was passiert jetzt? Oh. Okay. Du bist noch. Und jetzt? Ups. Ja, das tut mir leid. Okay, da muss ich wahrscheinlich weiter durch. Okay. Jetzt muss ich hier der Pfeilzeichen nach links. Dann fahren wir nach links. Okay. Ja. Alright. Ja, macht einen prima Eindruck. Also, die Kaufentscheidung ist schon fast getroffen. So, jetzt muss er hier vorne. Okay, das läuft eine Uhr, sehe ich gerade. Die habe ich gar nicht gesehen, die Uhr. Okay. Die Uhr läuft. 16, okay, einen müssen wir noch. Okay, schaffen wir das. 9, 8, oh Gott. Uhr und. Okay. Habe ich es geschafft? Sollten wir die Probefahrt vielleicht beenden? Gescheitert. Nicht rechtzeitig neu versuchen. Sollen wir das nochmal machen, Freunde? Also, okay, das heißt, wir müssen jetzt... Komm. Ja, schon gut. Bringen wir sie nach Hause. Ab da läuft schon Danke. Die Zeit, okay? Vielen Dank. Aber auf dem Weg haben wir noch ein bisschen Spaß. Okay, dann müssen wir erstmal hier gucken, dass ich immer ein bisschen besser runterkomme. Nein, das ist auf jeden Fall... Halten Sie bitte Vorteil. An, ja? Bitte! Dann kackt man nicht weit da, Junge. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Dass das natürlich auch mit zur Zeit läuft, ist natürlich dann bitter, weil dieser Parcours ist echt ganz schön krass.
So, okay. So, 6 von 18, das habe ich eben alles gar nicht gesehen. Wie gesagt, ist ja blind für mich das ganze Ding, ne? Insofern. So, jetzt können wir, glaube ich, mal ein bisschen Gas geben, okay. Junge, das macht Spaß. Ja, das finde ich auch. Das ist kurz weg da, genau. Ich habe auch Spaß. Also, ich weiß nicht, habt ihr Spaß, Freunde? Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Spaß habt. Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall doch ein bisschen angespannt, aber ja nun, das ist so okay, ja, ja. Ihr habt erstmal Pause, ne? Boah, ein bisschen hier mit Handbremse arbeiten, ne? Das ist. Sir, dieses Auto ist wirklich sehr kostspielig. Ja, ja, das macht aber nichts. Wir können es uns leisten, so. Okay, Bremse ein bisschen real. Ich glaube, mit der normalen Bremse komme ich, glaube ich, besser klar. Vor 22 Sekunden. Okay, du fährst mir jetzt bitte nicht in die Gegend. Okay. Okay, das war, was ist Nummer 17? Okay, Nummer 18. Diesmal müssen wir es eigentlich packen, Freunde. Diesmal müssen wir es einfach nicht packen. Und jetzt ist mir passiert. Hey, glauben Sie, dass er schwimmt? Sir, ich habe ein Dutzend Angestellte und zwei Ex-Frauen. Allein schon die Alimente sind... Verderben mir total den Spaß. Mir auch. Immer dann ewige Jaulerei. Ne? Erst machst du hier den großen Hengst und dann kackst du so weich. Wir gehen mal auf weiter. Okay, liebe Leute, das ist ja nichts für meine Nerven. Ihr wisst ja, müssen jetzt hier... Mann, das ist klasse. Verrückt, aber klasse. Antennas Moment. Was? Wo zum Teufel ist mein Auto? Wo zum Teufel ist mein Körper? Ich muss versuchen, Jones zu finden. Jones? Tipp. Antennas Wagen shiften, okay. Ich folge mal der Karte. Na, so viele schöne Autos hier, ne? Okay, wie weit ist denn das noch? Können wir ja theoretisch auch fahren, wobei das Shiften ja auch irgendwie Spaß macht, ne? Sieht ganz witzig aus, aber ich meine, okay. Wumm, wumm, hier Chinatown, ne? Ich weiß nicht, ob das Chinatown ist, aber... Oh ja, es steht da geschrieben, Chinatown. So, und jetzt? Wo ist der Wagen? Ich glaube, ich bin vorbeigefahren. Okay, da müssen wir nochmal zurück. Ah, okay, da müsste er sein. Ah, da ist er. Und dann shiften. Und wir shiften rein. Ach komm, was geht denn hier schon wieder ab? Was? Weiter? Wie weiter? Moment, wieso gescheitert? Nein, was verdammt soll ich jetzt machen? Nachkommen können wir keine rufen. Ich schätze, dann sind wir allein. Bete, dass jemand über uns kommt. Moment. Diese Stimmen, die kommen aus dem Streifenwagen da. Okay, warum nicht? Du willst, dass ich Leuten helfe, dann helfe ich. Hilf ihnen. Okay. Ich muss den Streifenwagen finden und helfen, so gut ich kann. Okay. Wo ist der Streifenwagen? Moment. Moment. Wo ist er? Okay, schiffen wir mal rein. Bleib dran, Bob. Ich versuch's. Geht das Funkgerät jetzt? Nein, das Mikro ist kaputt. Verstärkung können wir keine rufen. Ich schätze, dann sind wir allein. Bete, dass jemand über uns wacht. Okay, machen wir mal. Das ist. Aber nicht in der Perspektive, Freunde. Dann kriegt das im Leben nicht hin. So, wir schauen mal. Okay, super. Alter. Strafzeit der Flüchtende, eine heiße Zone. In der Zone bleiben wir ihm zu stoppen. Verlasse die Zone. Okay, bis er weiter. Okay, ich habe das nicht alles gelesen. Ich will hier spielen und lesen. Wir bleiben einfach hinter dem Typen dran und dann. Hol ihn an Land, nimm ihn aus und raten ihn zum Essen. So, Damit hat er nicht gerechnet. Ha! Okay, wieso? Himmel! Wir aus der Bahn und er nicht? Wir haben ihn immer gerammt, ey. Ich puste dich von der Bahn, Kollege. Aha. Wir sind wieder dabei. Okay, ich gebe alles, Freunde, ich gebe alles. Ihr wisst, das ist nicht viel, aber das gebe ich auf jeden Fall. Irgendwie ist meine Lenkung ein bisschen scheiße. Okay. Nochmal, Bob, nochmal! Okay, wir sind immer noch ganz. Und noch dran, Freunde. Noch dran, Schwester. Noch dran. So, die halbe Karre von dem ist Schrott. Aha. Mann, du hältst dich echt nicht zurück. Nein, natürlich nicht. Hör mal, was machst du für... Ich hab hier Aufträge, hör mal. Eigentlich bin ich ja ein Trucker. Himmel, Gott, was hast du dir dabei gedacht? Ja, mein Gott, wenn der so scheiße fährt und den Leuten passiert nichts, da hab ich für gesorgt. Das ist ja auch für jeden Fall... Okay. Genau so fängt man Verbrecher. Ja. Verfolgungsjagd für Anfänger. Okay, liebe Leute, ob man tatsächlich so Verbrecher fällt, das solltet ihr einen Polizisten fragen. Ich glaube das eher nicht, aber wir machen das. Okay. Das ist, was hier alles geht, das ist unglaublich. Was muss ich jetzt machen? Tipp.
Zurück in Tenners Wagen. Das hat eben schon nicht geklappt. Wo ist denn Tenners Wagen? Moment. Da steht er, da steht er, da steht er. So, pass mal auf, jetzt hier. Okay. Jetzt komm schon, John, du bist wütend, verstehe ich. Bin ich auch. Aber diese bleierne Stille, das wird echt alt. Wir müssen die Sache wieder in den Griff bekommen und Jericho finden, bevor er verschwinden kann. Spielen, meine lieben Leute. Das ist zurück zum Revier fahren, das werden wir machen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bin jetzt total fertig. Es ist gar nichts für meine Nerven, das Spiel, aber es macht doch eine Menge Spaß. Da steht 150 auf dem Tacho und das ist irgendwie eine ganz coole Sache. Ja, es wird auf jeden Fall. Es rumst und bumst sie an allen Enden und dafür werden wir bezahlt und dafür sind wir da. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen in diesem Sinne. Ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch vergangen. Ciao, ciao, sagt euer Dodge-Fahrer John Tanner 45.